Jetzt musste sie alles in ihrem blöden eigenen Code niederschreiben? Marshall und ihre CIA-Scheiße. Hm. Gott. Ich habe diesen Jeton hier. Wissen Sie was darüber? Das ist ein Jukebox-Jeton. Die Dinger tauchen an den unmöglichsten Orten auf, wie Falschgeld. Die Ranger verwenden sie, um ein altes Objekt der Macht zu aktivieren. Eine Jukebox, nehme ich an. Hat sie gute Songs? Nein, nur eine einzige Platte. Aber seien Sie vorsichtig damit. Wenn sie spielt, kriegen Sie einen Gratistrip in die Formation. Die Formation? Klingt ziemlich ominös. Warum ausgerechnet dorthin? Das fragen wir uns in der Behörde schon lange. Es ist bloß ein Haufen Steine, den irgendwer dahin gebracht hat. Die Forscher haben bestätigt, dass sie im selben Grenzbereich liegt wie der Steinbruch. Aber bisher konnte niemand eine physische Route von der Formation zur Wartung aufzeichnen. Sie liegt also im Steinbruch, aber man weiß nicht wo. Ja, wir schicken mittlerweile nur noch einmal jährlich eine Expedition hin. Zur Kontrolle, wie Salvador sagt. Dieses Jahr ging das Team an dem Tag rein, als das Zischen kam. Eigentlich hätte das Lied sie schon vor Stunden zurückbringen sollen. Ich könnte reingehen und nachsehen. Das wäre fantastisch. Die Jukebox steht gleich hinter dem Bachhäuschen da. Werfen Sie einfach einen Jeton rein und los geht's. Ich muss los. Ich auch. Sie sind nicht die Einzige, die was zu tun hat, wissen Sie? Wir sehen uns. Na komm, wir basteln mal ein Ding. Willkommen zurück, Direktorin. Jo. So, die Jukebox ist jetzt wohin? Mann, viele Fehler in diesem Formular. Viele interessante Daten von dem Exemplar, das die Ranger machen. Er soll sich freiwillig ergeben haben. Das sagt zumindest Pope. Sie hat doch keine Ahnung. Ist das eigentlich unsere Hauptmission hier gerade? Zischer haben kein Ich-Bewusstsein. Das sind kleine Nebensionen. Die von dem HAV ausgestrahlte Resonanz ist genau entgegengesetzt zu jedem Signal des Zischens, das ich generieren kann. Wie hat Darwin das gemacht? Sollte hier nicht eigentlich unser Bruder jetzt auch sein? Endlich. Nach all den Jahren ist es soweit. Dylan ist hier. Aber bin ich zu spät? Wie geht es ihm? Ich muss es wissen. Er ist eindeutig vom Zischen befallen. Aber es unterscheidet sich von all unseren Daten über Manifestationen. Vielleicht habt ihr beide spezielle Gene. Er war schließlich ein Primärkandidat. Oder schützt ihn vielleicht Polaris? Oder liegt es an etwas anderem? Ich muss Tests machen. Er scheint mehr Kontrolle zu haben. Wirkt präsenter. Ich will ihn sehen. Mein Bruder. Oder nicht?
Natürlich. Marshall hat einen HAV-geschützten Käfig für ihn errichtet, auf der oberen Etage, die Treppe rauf. Okay, ich muss los. Jesse, sei vorsichtig. Immer. Na, dann wollen wir mal. Tschüss, Ashley. Hast du gehört, dass der gefangene Psycher der Bruder der Direktorin ist? Bruder? Und sie brachte ihn her? Dadurch werden wir noch alle sterben. Was, wenn sie für die Psycher arbeitet? Ist wow. Schon komisch, dass sie zur gleichen Zeit auftaucht. Na, wo ist unser Brüderchen? Hier? Kriegst du die Zeit, dass du dein Lied verzehrt dich Glück kommt, weiße Perle. Du bist ein Wurm, kriegst durch die Zeit. Das Donnerlied verzehrt dich, Glück kommt. Weiße Perle, die gelb und rot erscheinen. Der Spiegel dreht es herum und macht es richtig nass. Dein Inneres an der Tür, drücke deine Finger durch die Oberfläche, das Nass. Du warst schon immer das neue Du. Es soll wahr sein, wir stehen um dich herum, während du träumst. Du kannst es, was du bist, ein Wurm, kriegst durch die Zeit. Das Donnerlied verzehrt dich, Glück kommt. Du bist ein Wurm, kriegst durch die Zeit. Das Donnerlied verzehrt das dich, Das ist Dylan. Glück kommt. Kannst du mich hören? Komm schon, Dylan. Ich bin da. Ich bin bei dir. Du warst schon immer das neue Du. Weißt du, wer ich bin? Du kennst mich. Sag es. Du bist Dylan Fadens Schwester. Er spricht von sich in der dritten Person. Immer ein gutes Zeichen. Ja. Weißt du, wer du bist? Nicht Dylan. Trench und Darling haben dafür gesorgt. Ich bin P6. P6. Aber jetzt geht es mir besser. Dank dem Zischen. Drücke deine Finger durch die Oberfläche in das Nass. Du warst schon immer das Neue. Du. Kannst du das lassen? Das soll wahr sein. Bitte. Nicht gerade das Wiedersehen, das ich erhofft hatte. Fühlt sich gut an, diese Worte zu sprechen. Ich will es so. Sie klingen gut. Sie geben mir ein gutes Gefühl. Willst du sie nicht auch sprechen? Nein. Verdammt nein! Du musst mir helfen, das Ding aus meinem Kopf zu kriegen. Wenn er noch da drin ist, wenn noch was von ihm da ist, musst du mir helfen. Du! Ich hab dich in das Loch in dir hineingelassen. Du warst schon immer hier. Das einzige Kind. Die Kopie. Eine Kopie. Hör auf! Oh, Schade. Shit! Er kann nicht sehen. Das ist nicht sicher. Wir fanden Polaris zusammen mit meiner Schwester, als wir sehr klein waren. In Ordinary. In der Wüste. Durch die Tür, die der Dia-Projektor geöffnet hatte. Aber sie half nicht, als Trench mich wegbrachte. Sie gab mir keine Kräfte. All diese Kräfte sind meine eigenen Kräfte. Sie half nicht, als sie mich jahrelang einsperrten. Am Liedende Zeit für Applaus. Wir konstruieren dich. Bis nichts verbleibt. Das All übrig auf und die Wahrheit aus dir heraus. Du bist zu Haus. Die Behörde brachte den Dia-Projektor mit mir hierher und die Behörde tat, was die Behörde tut. Sie benutzten ihn. Und sie fanden? Sie öffneten die Tür zum Zischen. Das ist das Einzige, für das ich Ihnen dankbar bin. Da ist er. Wir stoppten das gewandelte Weltereignis in Ordinary, als wir den Dia-Projektor ausschalteten. Und jetzt ist der Projektor hier. Ein Ohrwurm ist eine Melodie, die man im Traum immer weiter summt. Baby, 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 yeah. Nur Plastik, so sicher, keine Sorgen. Lustig. Ich begrüßte das Zischen. Ich ließ es rein, um sie loszuwerden. Das Zischen befreite mich. Polaris benutzt dich. Die Behörde benutzt dich. Du bist eine Marionette!
Du kannst uns fast hören, doch du vergisst. Wenn wir den Dia-Projektor ausschalten, stoppt das vielleicht das Zischen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät für meinen Bruder. Du musst die Wahrheit selbst sehen, Jesse. Schwester, die schreckliche Wahrheit über die Behörde. Das Zischen ist die bessere Option. Geh zum Primärkandidatenprogramm im Isolationssektor. Ich habe die Schlüsselkarte dafür. Salvador wollte, dass ich sie bekomme. Wollte? Schwachsinn. Ich sah, was das Zischen mit Salvador gemacht hat. Was es aus ihm gemacht hat. Okay, Dylan. Ich gehe. Ich will die Wahrheit selbst sehen. Ich gehe. Aber nur, um den Dia-Projektor zu suchen. Du kannst mir helfen. Wir können das beenden. Du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit. Du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit. Das Donnerlied verzehrt dich, Glück. Ich weiß nicht, was ich hier sonst noch zu finden hoffe. Dylan. Können wir reden? Ich möchte dir von einem Traum erzählen, den ich letzte Nacht hatte. Das fängt ja gut an. Okay. Ich hör zu. Ich war wieder in Ordinary, bevor das alles passiert ist. Aber in meinem Traum war ich allein. Ganz allein. Ich war das einzige Kind. Ein Mädchen namens Jesse Dylan Faden. Aber dann kam die Behörde und nahm mich gefangen, brachte mich her, sperrte mich ein. Ist dir jemals aufgefallen, dass unsere Namen Jesse, Dylan, Mädchen und Jungennamen sind? Sie könnten beides sein. Ist das nicht komisch? Ich finde das komisch. Klar. Was zum Teufel war das? Will er mich verarschen? Du bist ein Wurm, kriechst durch die Zeit. Das Donnerlied verzehrt dich. Nun gut. Da werden wir wohl nicht so viele aus den Kollegen mal rausgehen. Der ist vielleicht ein wenig verwirrt, der junge Mann. Nun gut. Sie gefährden uns, indem sie einen Zischer herbringen. Trench hätte sowas nicht zugelassen. Ja, ja. Das ist ja auch alles eskaliert hier. Zachariah Trench war ein Nationalheld. Behalte deine Verschwörungstheorien für dich. Verstehe. Da. Guck mal dann. Von da aus kommen wir da hin. Nun gut. Dann schauen wir mal, was da so geht. Naja, ob wir den noch mal retten können, ich weiß ja nicht. Jetzt mal geradeaus. Ne, da war heute mal. Was
kann man denn hier? Bericht. Map, map. Jawohl. Den hat es anscheinend ein bisschen zerlegt, ja. Das habe ich gehört. Der ihn manifestiert hat. Neue Primärkandidaten zu finden. Behörde braucht einen Direktor. Ja. Unsere Zukunft. P6 und P7. Okay. Der Typ. Da. Thank you.
Nun, das... Das läuft ja nicht so gut. Der Kollege macht aber ja schon Aua. Nun, dann sollst du auch noch eine Strategie erfahren lassen. So wird das. Wo haben wir denn hier mal den nächsten Checkpoint? Müssen uns mal ein bisschen heilen. Checkpoint war da unten. War das hier? Ja.